In diesem Video geht es um die Badges in NBA 2K22, die du überhaupt nicht brauchst, für die du keine Upgrades verschwenden solltest. Starten wir rein mit der ersten Badge bei den Finishing Badges und die heißt Pro Touch. Pro Touch ist eigentlich eine ganz gute Badge, weil es verleiht einen zusätzlichen Boost auf Korbleger Timing, wenn ihr etwas zu früh oder etwas zu spät getimt habt, also dass auch höher contestete Korbleger dann reingehen, wenn ihr sie gut timet. Allerdings würde ich euch das nicht dazu raten. Die meisten Leute haben ihr Korbleger Timing aus und deswegen ist diese Badge nutzlos, weil wenn ihr euer Korbleger Timing anhabt, dann passiert so oft, dass ihr eher zu spät oder so timet und dann die offenen Korbleger verlegt. Von daher ist das Risiko höher, wenn ihr Korbleger Timing anhabt. Deswegen ausschalten und die Badge ist damit dann nutzlos. Die zweite Badge ist Teardropper. Und Teardropper hilft bei Floatern, aber niemand wirft in diesem Spiel, niemand macht da Floater. Und wenn diese Floater offen sind, dann macht ihr sie auch. Aber Floater sind so nutzlos, die macht kein Mensch eigentlich. Also die Badge ist nutzlos. Ich kann verstehen, warum 2K die drinnen lässt, aber Finger weg von dieser Badge. Die Floater vielleicht nicht ganz aus den Augen verlieren, weil sie sind ein Element im Basketball und vielleicht werden sie ja mal overpowerter in NBA 2K. Machen wir weiter mit den Shooting Badges. Und da als erste Badge ist Set Shooter. Und Set Shooter, diese Badge verstehe ich überhaupt nicht. Erhöht die Wurfwertung, wenn du dir vor dem Wurf Zeit lässt. Wann lässt man sich denn bitteschön vor dem Wurf Zeit? Dann ist man schon sauhart contested und wenn man frei ist, dann macht man auch den Wurf meistens. Also Set Shooter ist einfach eine Schwachsinns-Badge. Die zweite Badge ist flink abseits vom Ball. Und flink abseits vom Ball, ja, man läuft sich etwas besser abseits vom Ball frei, aber ich würde lieber an meinem Wurf arbeiten, als eine Badge, wo es wirklich nur ein bisschen, man sich ein bisschen Vorsprung erarbeitet gegenüber dem Verteidiger, was einem aber fast nichts bringt. Also da würde ich an eurer Stelle die Upgrades nicht verschwenden. Bei den Playmaking-Plaketten wäre eine unnötige Badge Ankle Breaker, weil es gibt einfach fast keine Ankle Breaker in diesem Spiel und es gibt so viel bessere Badges, vor allem als Guard, Dribbling Gott, schnelle Kette und so weiter. Die gibt's alle, die sind alle viel besser als diese Badge Ankle Breaker, weil es gibt einfach so wenige Ankle Breaker eben. Zweite Playmaking Badge ist Triple Threat Juke. Niemand nutzt diese Badge. Die wird auch fast nie aktiviert. Ich weiß nicht, was 2K damit will. Aber wie gesagt, bei den Playmaking Badges gibt es so viel bessere Playmaking Badges. Also Finger weg von der Badge. Und bei den Defense Badges gibt es mit Abstand die meisten nutzlosen Badges. Starten wir mit defensiver Anführer. Defensiver Anführer ist auch eigentlich nur Upgrade-Verschwendung. Weil offensive Attribute, die zu verbessern, kann ich noch verstehen. Aber die defensiven, ich glaube auch Hall of Fame wird es bei den Mitspielern um plus 4 alle defensiven Attribute. So ein großer Unterschied ist es nicht. Da gibt es viel bessere Plaketten, die man nutzen kann. Machen wir weiter mit der vielleicht schlechtesten Badge von allen. Wirklich schlechtesten Badge. Pest abseits vom Ball. Das ist praktisch die Gegenbadge zu flink abseits vom Ball. Verhindert halt, also man schubst den Gegner abseits vom Ball und sowas, dass der halt, dass es halt schwerer wird, sich irgendwie frei zu laufen oder so, aber die Badge, also die wird auch, die bringt so wenig dabei, also einfach auch Finger weg von dieser Badge. Knöchelbandagen ist wieder eine Gegenbadge zu Ankle Breaker und so. Also es gibt fast keine Ankle Breaker und so in dem Spiel. Also hilft Knöchelbandagen auch voll wenig. Lieber die Badges dafür Klette und sowas in der Art aufbewahren. Dann unermüdlicher Verteidiger. Kann ich vielleicht noch verstehen, wenn man geringe Ausdauer hat. Aber sonst, wenn man eine hohe Ausdauer hat, dann braucht man die nicht. Weil so ein Ausdauerproblem
gibt's jetzt nicht, dass man da jetzt die Badge-Upgrades dafür verschwenden sollte. Und dann noch die Badge Wurm. Und Wurm, da denke ich mir, wenn man die Badge hat, dann verliert man ja eigentlich immer beim Rebound. Da lieber auf Ausbox und so gehen. Wenn ihr doch ausboxt, dann habt ihr den Rebound und dann braucht ihr nicht Wurm, um dann irgendwie versuchen, da rumzukommen. Vor allem die Badge, die hilft häufig auch nicht noch dabei. Also da lieber versuchen, wirklich vor den Gegner schon vorher zu kommen, auch beim Offensiv-Rebound und dann Ausboxen und Rebound-Jäger dafür benutzen. Die besten Bronze-Badges habe ich dir links oben verlinkt und bis zum nächsten Mal.